Meine lieben Geschwister, ich möchte mit euch über etwas sprechen, was traurigerweise bis heute ein aktuelles Thema ist. Es ist eigentlich selbstverständlich, aber doch sehen wir tagtäglich, wie es vorkommt. Erwachsene, Jugendliche und sogar ganze Familien gehen dadurch zugrunde. Es geht dabei um das Thema Mobbing. Was bedeutet Mobbing? Mobbing bedeutet, jemanden fertig zu machen. Meistens geht das über eine längere Zeit mit dem Ziel der sozialen Ausgrenzung. Mitschüler und Kollegen werden körperlich und verbal gemobbt, wegen ihres Verhaltens, ihres Aussehens, ihrer Gesundheit oder weil sie keine Markenkleidung tragen. Man schaut auf sie herab und beleidigt sie. Du Brillenschlange, du trägst doch nur Fake-Klamotten. Er ist selbst schuld, dass ihn keiner mag. Sachbeschädigung, Erpressung und Nötigung sind die häufigsten Folgen. Viele Mobbing-Opfer glauben, dass sie selbst schuld sind und geraten immer mehr in Isolation und reden mit keinem darüber. Ihre gesamte Persönlichkeit leidet darunter und das kann sie ein Leben lang begleiten. Manche gehen sogar so weit, dass sie an Selbstmord denken. Man macht sich über sie lustig und fühlt sich dabei stark. Ist das nicht traurig? Aber ich sage euch bei Allah, das ist keine Stärke, wenn man Markenkleidung trägt und sich dabei stark und selbstbewusst fühlt. Mobbing geschieht über verschiedene Wege. Ich möchte mich nur kurz auf einige wenige Beispiele beschränken, um den Betroffenen Mut zuzusprechen. Jeder besitzt die Stärke, Markenkleidung zu tragen. Aber nicht jeder besitzt die Stärke, mit Kleidung rumzulaufen, die nicht viel kostet. Und darin zeigt sich die wahre Stärke. Vor allem in der heutigen Zeit. Sich ständig zu verstellen und Kleidung zu tragen, um sein Selbstwertgefühl zu stärken. Um sich von anderen abzuheben. Man möchte um jeden Preis einen teuren Wagen fahren. Eine teure Uhr tragen. Und mit der neuesten Mode mitgehen. Und diese dann in den sozialen Medien präsentieren. Damit man gemocht wird. Damit man akzeptiert wird. Und vielleicht, damit man nicht zu den Losern gehört. Bei Allah, das ist keine Stärke, wenn man glaubt, man sei dadurch besser gestellt. Vielmehr ist das wahre Schwäche. Man versteckt sein wahres Gesicht hinter einem Kleidungsstück, welches man für einige Tage trägt, sich darin stark fühlt und dann abnutzen und einen verlassen. Wahre Stärke besteht darin, trotz seiner Krankheit Herausforderungen des Alltags zu meistern. Weil man felsenfest überzeugt ist, einer Arbeit nachzugehen, die in der Gesellschaft vielleicht nicht so schön angesehen ist, ist wahre Stärke. Weil man sich seiner Verpflichtung gegenüber der Familie bewusst ist und es einem egal ist, was andere über einen denken. Dabei war es doch Allah subhanahu wa ta'ala, der uns Gestalt, Gesundheit und Rizq gab. Und darüber macht man sich lustig? In Wirklichkeit macht man sich über die Entscheidung Allahs lustig. Subhanallah. Liebe Geschwister, lasst euch von niemandem einreden, dass ihr Loser seid. In Wirklichkeit sind sie die Verlierer, weil sie die Grenzen Allahs überschreiten und sich ohne zu wissen über den Umstand und die Prüfung, die Allah einem auferlegt hat, lustig machen. Allah, der Erhabene, sagt: O ihr Menschen, wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf dass ihr einander kennenlernen möget. Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten und vergeben. Allahumma amin.